Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall, die verlorene Expedition. In der letzten Folge haben wir endlich dieses... Na... Es heißt... Floß... Ich weiß aber nicht, da oben hat jemand Probleme mit den Pinguinen offensichtlich. Wie komme ich dahin? Ah, über die Eiswand. Ich möchte es nicht Floß nennen, was wir in der letzten Folge bekommen haben. Es ist vielmehr ein, ja, schwimmender Schlauch, mit dem wir hier irgendwie durch die Gegend navigieren können. Nein, das war falsch. Und ich muss auch irgendwie noch rausfinden, wie genau das funktioniert. Denn wie bereits in der letzten Folge erwähnt, muss ich mit dem linken Analogstick die linke Hand paddeln lassen und mit dem rechten Analogstick die rechte Hand. Was das Ganze etwas kompliziert macht. Tatsächlich. Man mag es gar nicht glauben. Aber es kann zu diversen Krämpfen führen. Ah, hier sind wir wieder. Direkt, wo wir am Anfang waren. Geh mal an Land. Guck mal, hier sind wir. Und hier gab es ja... Moment. Da kamen wir her. Nee, da kamen wir her. Da ging es weiter, da war... Okay. Alles unter Kontrolle. Das heißt, wir können jetzt, das habe ich ja auch ganz am Anfang schon gezeigt, hier hinter dem Wasserfall weiter. Wo davor, genau, zum unterirdischen Damm. Beziehungsweise, es war nicht davor elektrisches Wasser, es ist immer noch elektrisches Wasser, aber mittlerweile ist uns aus irgendwelchen Gründen das elektrische Wasser egal. Weil, gut, wir haben ein Floß, aber, Harry steckt da trotzdem seine Hände ziemlich tief ins Wasser. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Auch wenn du in einem Gummifloß sitzt, bist du da nicht zwangsläufig geerdet. Oh, das sind wieder Männer von St. Klo. Komm, mach einen Abgang. War dann... Nee, da war kein Hebel, ne? Da habe ich mich gerade verguckt, ja. Ich dachte da aus dem Augenwinkel einen Hebel gesehen zu haben. So, hier müssen wir... auf den Käfig warten, der hier hin und her fährt. Da können wir einfach... Hallo? Warum bin ich da gerade durch den Käfig durchgesprungen? Dann halt nicht. Kannst du aufhören, mich zu bewerfen? Ich versuche hier gerade ein bisschen Plattforming zu machen. Aua, was natürlich wesentlich einfacher wäre, wenn du mich hier nicht beschießen würdest. Ich scheine etwas weiter nach links zielen zu müssen. Also immer. Na komm, lassen wir. Ich kann auch so mein Platforming machen, weil ich bin ein guter Spieler. Krieg gerade überhaupt nicht viel zu viel Schaden oder so. Nein, nein, alles gut. Was kann ich denn... Komm, gegen die Maske kann ich jetzt mal hier dich eintauschen, dann... Oh. Ich sehe gerade, dass es etwas suboptimal ist, der Stand unserer Leben. Da muss ich mich gegebenenfalls nochmal drum kümmern. So, die habe ich weggekloppt. Ach, das, Alter, wie viele sind denn hier? Ah, ich muss mich, sorry, gerade ein bisschen konzentrieren. Das ist gerade gar nicht so einfach, wie es aussehen mag. Und mit gar nicht so einfach meine ich tatsächlich ziemlich schwer. Überraschenderweise. So, von wo werde ich noch beböllert?
uncool. Könnt ihr das bitte lassen? Ihr habt einen unfairen Vorteil. Von da werde ich beböllert. Komm ran. So, hier können wir uns weitersprengen. Ich will aber ganz kurz... kann ich hier einfach runter? Hier kann ich einfach runter. Sowohl meine Leben als auch meine Kanne auffüllen. Also ich meine nur für den Fall der Fälle. Ich bin jetzt... Ich würde jetzt nicht sterben oder so in dem Spiel, weil... Dazu ist das Spiel dann doch zu einfach. Kappa. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ah, hier rüber. I got it. So, jetzt gibt's zwei optionale Wege. Was sagt denn die Karte? Lost Caverns. Wir können einmal nach rechts und einmal nach links. Ja, gut. Danke, Spiel, schätze ich, für den Tipp. Dann gehen wir zuerst den naheliegenderen Weg. Schwupp. Mache Boom. Boom. Aua. Das war uncool. Das ist... Two Cavern Teleport. Da brauchen wir aber auch die Spitzhacke. Gut, dann hat sich das erledigt. Das war gerade unfair, dass da noch explodierendes Zeug... Das explodierende Zeug heißt TNT. Dass da noch explodierendes Dynamit weggeflogen ist. Aber Daro, Dynamit und TNT... Aua! Kann ich bitte da nicht durchglitschen? Das ist schon das zweite Mal passiert. Aber Daro, Dynamit und TNT ist doch überhaupt nicht dasselbe. Ich weiß... Weiß auch nicht, warum ich das gerade eben... Ich pack's nicht. Warum ich das gerade eben gleichbedeutend gesagt habe. Es ist beides Sprengstoff. Und bin ich jetzt... Rede ich gerade totalen Humbug? Ist das dasselbe? Die Chemiker unter euch können mich ja mal korrigieren. Während ich... den da unten ein bisschen wegsnipe. Oh, sorry, muss gehen, mein Taxi ist da. Oh, da ist noch ein Schamane. Den brauchen wir aber gerade gar nicht aufzuwecken. Denn wir haben eh keine Idols. Das heißt, es wäre ein absolut verschwendeter Schamane. Kann ich dich da drüben trotzdem noch mitnehmen, einfach weil ich dich nicht mag? Einfach um dich los zu sein. Du bist ein Mann von St. Clair. Das müsste eigentlich reichen. Es ist durch ihn durchgeflogen. Spiel sagt also offensichtlich nein. Wir dürfen ihn nicht umkloppen. Wenn das Spiel das nicht möchte, dann möchte das Spiel das nicht. Ergibt ja auch Sinn. So, dass da ein Schamane ist, muss ich mir auf jeden Fall merken, sonst vergesse ich den. Was haben wir denn hier, außer einer Möglichkeit, uns zu heilen? Auf jeden Fall keinen Rückweg, das ist schon mal gut. Das macht Mut. Oh. Okay. Das ist jetzt eine Stelle... An die erinnere ich mich wieder so null. Also so absolut gar nicht. An das gerade eben, an den Damm. Doch. So, was ist das hier eigentlich für ein Konstrukt? Was passiert hier? Was wird hier gemacht? Wird hier irgendwas gefördert? Harry, gehst du da bitte drüber? Was ist denn da unten eigentlich? Ist da unten irgendwas versteckt? Da geht's noch tiefer runter auf jeden Fall. Da komme ich mit genug Meschen rüber. Dann kann ich da rechts hoch. Uff.
Es war anstrengend. Wohin führst du mich? Darüber? Anscheinend. Gute Sache. Aua! Kann ich bitte nicht getroffen werden? Danke. Och Gott, habe ich gerade viel Schaden genommen. Ah, drüben ist ein Hebel. An den will ich irgendwie rankommen, schätze ich. Die Frage ist, wie? Das Spiel ist auch so dunkel, gell? Man erkennt richtig wenig. Also gerade im Moment, wo wir logischerweise in der Höhle drin sind. Aber trotz allem, ich werde mal ganz kurz. Moment, das war falsch. Den hier machen. Denn hier scheint es ja doch ein paar Wildschweine mehr zu geben. Und dann kümmere ich mich auch um die. So, hier scheine ich ganz normal rüberzukommen. Und dann muss ich da rüber. Knappe Sache. Ich sehe halt leider keinen eindeutigen Weg gerade. So, das scheint auf jeden Fall nicht falsch zu sein. Hier haben wir auch keine Treppe, ne? Keine Leiter. Das ist ein bisschen gar nicht so geil. Zur Crystal Cavern. Auf geht's. Ich bin bereit, mehr Schaden zu nehmen. So, aber die scheine ich ja. Ach Gott, ich sehe gerade wieder überhaupt nichts. Ach, richtig, für die brauchte ich ja. Dich. Den Slam-Angriff, das funktioniert. Zack. Puh. Also nur zu eurer Information, ihr seht gerade genauso wenig. Ich sehe gerade genauso wenig wie ihr. Das ist vom Spiel absolut so intended. Alter, der Soundtrack ist gerade mehr so Spooky Horror Game. Das reicht nicht. Wo bin ich jetzt gelandet? Hilfe! Ach, ich kann ja. Ach Gott, das war jetzt wieder ziemlich dumm von mir, dass ich da nicht drauf gekommen bin, einfach meine Fackel rauszu. Sorry! Mein Fehler. Nicht mein hellster Moment, bin ich nicht sonderlich stolz drauf. Da drüben haben wir auf jeden Fall noch so einen Götzen. Hallo? Ein Idol, an den ich nicht rankomme. Aber dafür erlege ich mal ganz kurz hier die Skorpione. Da brauchen wir TNT für. Alter! Was ist denn? Ich weiß nicht, ob das so soll. Immerhin flog der schön. Hab
Habe ich da irgendwo eine Liane übers... Also, Lianen sind es ja nicht gerade. Anscheinend hätte ich zuerst hierher gemusst. Ergibt natürlich Sinn. Und von hier aus komme ich dann darüber. Und von da aus komme ich dann darüber, ganz offenbar. Guck mal, der Skorpion despawned, gespawnt. Despawned, gespawnt. Ich muss aber ein Stückchen runter, glaube ich. So sieht das besser aus. Gespawnt, despawned, gespawnt. Despawned. Tod. Tod leben, Tod leben, Tod. Nein, nein, nur noch tot. Nur noch tot. Ganz viel tot. So, da kann ich immerhin meine Flasche wieder voll machen. Das ist eine gute Sache. Ich habe das Gefühl, es war klug, das Bonusleben beim Schamanen zu kaufen. Weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. If it isn't a little boy with a death wish. Like what I've done with the place? Now, fool! Yes, master. Seal the caverns! Okay, Hexerei und schwarze Magie ist unfair. Das... Muss ich... Nee. Nee, das muss ich... Das sind Dinge, die muss man im Vornherein festlegen, dass die einfach nicht zählen. Das... Aua. Ich... Ich seh die nicht mal, ich treffe nix. Ah, die sind... Es ist unfair, die sind so schnell. Und es zieht dem eigentlichen Gegner ja nicht mal Leben ab. Huch. Und jetzt kommen drei. Ach du. Okay, das könnte tatsächlich gar nicht so gut werden. Hallo, lässt du dich bitte treffen? Gegner, ich war nicht vorbereitet auf den Bosskampf. Wie gesagt, an das Gebiet erinnere ich mich eigentlich gar nicht mehr. Würdest du bitte... Wo ist der letzte Gegner? Ich sehe ihn nicht. Ah, da hinten. Okay, jetzt kann ich wieder hoch zu St. Klo. St. Clair. Zack. Zweiter Treffer. Jetzt kommen vier, oder? Natürlich kommen jetzt vier. Okay, das war gut. Oh, das... Oh, das war eine gute Runde. Jetzt. Letzte Runde. Wir haben nicht mehr viel Leben. Aber St. Clair auch nicht. Okay, wir haben überhaupt keine Leben mehr. Ah, oh, uncool. Ich würde sagen, ich mache hier nochmal einen Schnitt bis zu der Phase, in der wir waren. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder an derselben Stelle. Und das wohlgemerkt, guckt euch meine Leben an. Ich habe
keinen einzigen Punkt Schaden genommen. Das war... Das, jetzt habe ich gerade den ersten Punkt Schaden genommen. Das kommt davon, wenn ich kommentiere. Das sollte ich vielleicht bei sowas nicht tun. Ich glaube, ich schneide den kompletten Kampf nochmal ans Ende vom Video einfach, weil der insane gut war. Einfach, weil ich den richtig hart zerlegt habe. Alter Schwede, wohin führt uns das hier? Möchtet ihr mir das bitte anzeigen, Weganzeiger? Oder muss ich das selbst rausfinden? Dann würde ich aber sagen, finden wir das in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.